So, jetzt, nachdem das letzte Leben eigentlich richtig gut gelaufen ist, also hätte ich das ganze Gold nicht ausgegeben, hätte ich nicht 16 Bomben in den Shopkeeper geworfen und so weiter, aber es war einfach lustig, also hätte ich das alles nicht gemacht, wäre es ein richtig gutes Leben gewesen. Deswegen bin ich zuversichtlich, dass die Tagesaufgabe ähnlich gut laufen wird. Zing, zing, zing. Und runter da. Oh, noch eine Sache, die ich ganz vergessen habe zu erwähnen. Wir haben gelernt, was dieser komische blaue Frosch mit dem Schnurrbart macht. Der spawnt andere blaue Frösche. Und hält ganz schön was aus. Skelett? Nein. Hops. Ah, sehr schön. Du kommst auch mit. Hast nur einen kleinen Mini-Knödel drin, ist okay. Tot? Du kommst mit. Da ist ein Smar. Komm ich da irgendwie hoch? Oh, oh, oh. Nicht schön. Ich hab's ein wenig unterschätzt, wie weit wir springen können. Oh. Oh, 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 oh. Das ist doch schick hier. Kling, kling, kling. Und ich habe eine Blondine gehört irgendwo. Da. Okay. Plop. Husch. Mitkommen, mitkommen. Und der Ausgang ist gleich da. Skelett? Nein. So. Seile ist nicht ganz so wichtig wie Bomben. Neue Seile. Gold, Gold, Gold. Ich habe vergessen, nach oben zu gucken. Da hätten nämlich gerade Spinnenartige sein können. Oh, na gut. Da oben ist so eine Klitzekleinigkeit. Aber da komme ich gar nicht ran, ne? Nö. Na gut, raus hier. 4 Lebenspunkte ist okay. 16.500 Gold ist richtig okay. Oh, und gleich eine Steinfalle. Also nicht springen hier. Genau. Skelett? Nein. Hops. Eine Fledermaus. Spring. Kommt alle mit, denn da können Edelsteine drin sein. Und ich höre eine Blondine. Ja, und selbst diesen kleinen Fitzelrest nehme ich mit. Das Hilfeschreien wird lauter. Da unten. Oh. Wie war das? Keine Vasen mit Peitschen öffnen. So, da. Da werde ich auch so hinkommen. Hier lang, hier lang, hier lang, hier lang. Hier runter. Oh. Oh. Das ist jetzt nicht so schön. Weil die Spinne da wird mich angreifen, wenn ich nach rechts rüber springen will. Was ich eventuell von der Höhe gar nicht schaffe. Oh. Willst du mir etwas sagen, Kali? ja. Hops, werf. Mit. Und dich springen wir kurz. Du kommst wieder mit. Ah, noch ein Edelstein. Sehr schön. Oh. Wollen wir ganz kurz? Ich meine, wir haben 4 Lebenspunkte. Die meisten Tode sind Instant-Tode. Nee, komm. Irgendwann wird sie schon sterben und dann schmeißen wir die Leiche drauf. Das ist okay. Haus. 5 Herzen. Knutsch. Doofe Explosionskiste. Die wahrscheinlich die andere doofe Explosionskiste auslöst. Und dann kommen wir vielleicht an den Smaragd dran. Also, okay. Schieb, 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 schieb. Weg. Warum explodiert die da oben nicht? Das ist echt komisch, mit den Kisten zu arbeiten. Man denkt, man versteht sie und dann sowas. Hops. Komm. Da müsste ich auch anders ankommen. So, schönen schmalen Gang, wo du mich nicht von oben angreifen kannst. Das wird nix. Nee.
2 Mini-Edelsteine. Nö, da will ich nicht so unbedingt hin. Also doch hier lang. Dadurch. Oh, da ist ein Ding ins Falle. Und hier sind Spinnen und Skorpione und was weiß ich. Also das ist nicht so toll. Zoink. Zoink. So, kaputt. Kann ich hier durchpeitschen? Nein. Oh, ich hätte mal was mitnehmen sollen für die Falle da. Oder auch nicht. Zoink. Da ist die Blondine. Okay. Nicht so gut mit der großen Spinne da. Aber es klappt. Okay. So. Haha. Hier ist ein super Spelunki. Sprung. Sprung. Wo ist der Ausgang? Hier nicht. Aber da ist Gold. Das andere lassen wir mal lieber da. Schmunk. Du kommst mit. Von draußen. Sehr schön. Ja, doch. Das ist gleich viel, viel schöner. Also gestern war wirklich... Aber jetzt... Super geil. Warte mal, wenn ich jetzt runterspringe, wird der rechte schießen und die Spinne treffen. Und der linke wird aber nur schießen. Und mich eventuell in die Stacheln schubsen. Wir haben allerdings nur noch eine Bombe. Das ist echt nicht schön. Vielleicht haben wir hier ein paar Bomben drin. Ja, geil. So. Spring, 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 spring. Und wir können die Ratte benutzen, um das Ganze mal zu testen. Ja, du bist tot. Komm, komm, komm. So. Das heißt, wir looten erstmal alles. Dann schnappen wir die Blondine, huschen an der Schlange vorbei. So. Sterben hoffentlich nicht in den Stacheln. Kein Skelett? Nein. Spring. Keine Gegner. Okay. Zing. Nichts drin. Okay. Oh, da ist der Ausgang. Ja. Hops. Oh, da ist ja Dingens. Peitsch. Goldklumpen erschlagen. So, du da. Da. So. Rechts wäre noch ein Schlüssel, aber nö. Da kommt der Geist bestimmt und trifft uns und wäre alles vorbei und das wäre schade. Knutsch und Dschungel. Du kommst mit. Oh, da ist so eine doofe Dingens. Echt nicht weit, die Dinger. Blondine? Da. Das ist auch ein sehr schöner Ort. Mist. Ich glaube, ich bin der falsche. Nein. Der arme Typ. So, irgendwo ist irgendwas explodiert. Und ich lasse die Blondine einfach mal da. Auch nicht wieder uns erschlagen. So. Nein! Nicht komm. Weg mit dir. Wir sind auf 2 Leben runter. Ach du. Ja, geh ins Wasser, ist okay. Jetzt stirb.
Lebst du noch? Wo ist der Ausgang? Ganz schnell zum Ausgang noch das Götzending hier abgeben, das war's. Blub, blub, blub. Spring. Mist. Wenn ich jetzt die Bombe werfe, dann ist der Aggro. So. Nee, dich wollen wir gar nicht. Geh weg. So. Ach, du bist tot, sehr schön. Ist da rechts? Nee. Da ist kein Ausgang. Oh. Also müssen wir hier rüber. Ach du, oh oh. Yikes. Okay. Unheimlich. Tarzan zu spielen. Wir sind auf 2 Leben runter. Und konnten nicht die Blondine holen. Nicht schön. Gar nicht schön. Besser. Schöne Edelstein da hinten. Ich glaube, ich sollte nicht hinlaufen. Obwohl, wenn ich hier rumgehe? Nein, komm. Nicht wegen einem Edelstein jetzt sterben. Den Typen da lassen wir in Ruhe. Piranhas im Wasser. Ganz viele Affen. Ich schub's mir doch bestimmt in die Stachel. Nee, 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 komm. Das müssen wir nicht riskieren. Danke. Oh. Ah, doch, da. Wasser ist gleich weg. Piranha ist weg. Die Gräten auf dem Boden. Oh, da ist ein Bombenshop, an den wir nicht rankommen. Und eine Blondine, an die wir nicht rankommen. Und eine Kiste, wo wir nicht rankommen, wo auch bestimmt Bomben drin wären. Okay. Wir müssen irgendwie zu dem Bombenshop kommen. Dann geht der ganze Rest auch irgendwie. Also wir müssen jetzt echt über diese Affengeschichte da. Ich komme doch gar nicht da ran. Warte. Ja, das ist dezent einfacher, oder? Ja, genau. Selber schuld. Doofer Affe. Zing. Ich glaube, ich muss erstmal rechts rüber. Nein, nein, laufen. Einfach laufen. So. Dann hätten wir gerne... Oh, warte. Das ist die Tagesquest. Wir wollen nur 3. Für Notfall. So. Ich hätte schon fast den ganzen Shop aufgekauft. Oh, Schlange. Zoink. Wieder kein Knutschi. Oh, Frosch. Und wieder du. Dort sind die kleinen Fische, aber die machen nichts. Piranha. Die kommen. Na, ah, wo laufe ich hin? Das scheint gut auf dich zu sprechen zu sein. Oh, ein kleiner Goldscheißer. Komm mal mit, Goldscheißer. Auch wenn das eigentlich mein Todesurteil ist, denn ich werde immer wieder versuchen, das aufzusammeln, was er hinschmeißt. Au. Oh. Dadurch vergeht Zeit. Und dann kommt der Geist und bringt mich um. Genau sowas. Spring. Nein, 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 nein. Piranha. Aber ein sehr, sehr schöner Run. Bin ich gespannt. Ich denke, Platz 2. 2 wäre echt schön. Obwohl, langsam haben wir richtig viele Mitspieler. Das ist... Okay, gucken wir einfach. Ah. Yay! Platz 1! Sehr geil. Was ist das denn für ein Charakter? Kenne ich nicht. Ah, okay. 1, 2 Leute, die normalerweise ziemlich gut sind, haben heute nicht mitgespielt. Das können sie erklären. Aber ja, ich bin sehr zufrieden. Also das Minenlevel, das erste Leben, was eine ganze Folge gedauert hat, das war sehr schön zu spielen. Vor allem, weil ich auch ein bisschen mich austoben konnte. Und jetzt die Daily, richtig gut gelungen. Also dann sehen wir uns morgen.